Ja, ihr Lieben, ich bin mega aufgeregt. Das ist mein erster Vortrag hier und ich würde erstmal diesen Vortrag gerne jemandem widmen, der in meinem Leben eine besondere Bedeutung hat. Und zwar ist das Ulrike Müller. Du hast in diesen 3 Jahren, in denen du mich homöopathisch begleitest, mit mir gelacht und geweint, mich getragen und auch geschubst, selbst zu gehen. Und vor allem hast du immer an mich und an mein Potenzial geglaubt. Liebe Ulrike, mein Herz ist voller Liebe und Dankbarkeit für dich und dein Wirken und deine Unterstützung. Ja, der Kanada-Reiher Adea Herodias, auch Great Blue Heron genannt, ist der größte Reiher in Nordamerika, beziehungsweise glaube ich sogar weltweit. Er hat eine Größe von 102 bis 127 cm, ist also wirklich sehr, sehr groß. Hat einen ziemlich langen Hals, wie ihr seht, und einen ziemlich schönen Körper und ziemlich lange, lange Beine. Hat komischerweise aber nicht so eine große Flügelspannweite und ist, was das Fliegen angeht, auch kein Gleitvogel. Das heißt, er muss wirklich ackern. Und zwar noch und nöcher. Also er kann nicht einfach Flügelschlag nehmen und dann sozusagen gleiten, sondern er muss die ganze Zeit arbeiten. Und vielleicht ist das auch einfach ein Thema, was mich wirklich lange, lange begleitet hat in meinem Leben, dass ich halt einfach nur gearbeitet habe. Ich möchte euch ganz kurz ein bisschen was von mir und meinem Leben erzählen, damit ihr vielleicht versteht, wo ich herkomme und wo ich jetzt bin. Und ich bin in den 70er Jahren geboren, habe eine finnische Mutter und einen deutschen Vater, bin selber im Sternzeichen Wassermann geboren und habe Aszendent Fische und mein Mond ist im Krebs. Das heißt, diese Thematik Luft und Wasser, die sich ja bei den Vögeln zeigt, ist bei mir sozusagen auch schon astrologisch sozusagen vorangegangen. Ich bin ein fantastisches Kind gewesen, das heißt, ich bin als Kind wirklich in den Wäldern gewesen, habe die Naturgeister und Wesen entdeckt und war wirklich sehr, sehr mit mir und mit dem Leben und der Natur verbunden und bin leider durch meine Eltern echt wirklich entwurzelt worden und ja, im Endeffekt wurden mir eigentlich auch die Flügel gestutzt. Die einzige Person in meinem Leben, die mir eigentlich wirklich Halt gegeben hat, war meine Oma, die mir sozusagen dieses Nest und die Geborgenheit gegeben hat, die ich eigentlich von meinen Eltern hätten haben müssen. Und leider wurde mir das auch von meinen Eltern mehr oder weniger so ein bisschen abtrainiert, weil wenn ich bei meiner Oma war und wieder kam, hieß es, naja, wir brauchen erstmal eine Woche, um dich wieder normal zu kriegen. Das heißt, mein Wesen und das, wie ich war, war nicht gewollt. Ich habe mich sehr abgelehnt gefühlt, nicht geliebt, nicht unterstützt und auch wirklich nicht auch nicht wirklich gesehen gefühlt. Also es war eher dieses Gefühl, ich bin falsch, ich bin hier nicht richtig, ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Und wer mir sozusagen den Weg leitet. Also das heißt, ich hatte weder von meiner Mutter die Unterstützung oder diesen Halt zu sein, noch von meinem Vater die Möglichkeit zu sagen, hey, du komm, such deinen Weg, finde deinen Weg, geh, wo es dir nach verlangt, sondern du musst so funktionieren, wie wir das gerne wollen. Mittlerweile weiß ich durch viele Prozesse, die ich selber gemacht habe, meine Eltern konnten nicht anders. Sie waren in ihrer eigenen Welt gefangen, in ihren eigenen Problemen. Und nichtsdestotrotz hatte ich für mich das Gefühl, ich bin so eine ewig Suchende. Ich finde nicht meinen Platz, ich finde nicht meinen Raum, ich finde nicht meinen Weg. Es hat sich auch gezeigt, dass ich, weiß Gott, wie oft umgezogen bin, ganz oft die Jobs gewechselt habe, Partnerschaften gewechselt habe. Also es gab keine Beständigkeit in meinem Leben und trotzdem war in mir aber diese Sehnsucht nach Beständigkeit, nach einem Platz, nach einem Ort, nach einem Raum, auch nach einer Person, nach einem Partner, der da ist.
also der wirklich da ist und mir das alles gibt, was ich ja eigentlich in mir selber zu finden hoffte oder zu finden glaubte. Und habe das natürlich alles ins Außen gekehrt und dann festzustellen, ja, es geht ja gar nicht darum, das im Außen zu suchen, sondern es im Innen zu finden. Ich bin seit 2017 bei Ulrike in Behandlung und interessanterweise ist das erste Mittel, was sie mir gegeben hat, Tuberculinum aviare gewesen. Ja. Deshalb war es sehr, sehr lustig für mich, jetzt den Vortrag nochmal zu hören, weil ich mich da einfach auch sehr, sehr drin gesehen habe, was auch viel bewegt hat. Nichtsdestotrotz habe ich eine ziemlich umfangreiche gesundheitliche Geschichte, die ja auch irgendwie immer nicht in so eine schöne Heilung kam. Ja, ich habe eine Colitis ulcerosa, die ist mittlerweile symptomfrei und laut Ärzten auch angeblich gar nicht mehr vorhanden, wobei man ja auch immer sagt, chronisch Kranke sind ja immer chronisch krank. Ich bin mittlerweile der Meinung, der Weg hat mich dorthin gebracht, dass ich diese Krankheit geheilt habe. Interessanterweise ist das Thema der Colitis ja auch emotional nicht zugängliche Mutter und abwesender Vater. Und das kann ich eigentlich nur unterschreiben. Und nichtsdestotrotz weiß ich auch, dass nicht nur meine Eltern ein Teil der Ursache sind, dass ich halt so schwer erkrankt bin. Und es war auch ein großer, großer Teil, dass ich mich in der Zeit, wo ich so krank war, sehr, sehr entwurzelt gefühlt habe und das Gefühl hatte, ich weiß eigentlich gerade nicht, was soll ich auf diesem Planeten? Vielleicht gehe ich einfach lieber. Und der Weg, mich zu entscheiden, hier zu bleiben und mich auf dieses Leben wirklich einzulassen, war, glaube ich, auch so ein bisschen der Initialzünder zu sagen, gut, vielleicht ist der Weg, den mir die Schulmedizin zeigt, nicht der richtige für mich. Vielleicht gibt es einfach was anderes. Und so bin ich zur Homöopathie gekommen, hatte viele verschiedene Therapeuten und letztendlich, wie gesagt, bin ich dann bei Ulrike gelandet. Und ja, wir haben wirklich gelacht, geweint. Wirklich, also ich habe mich so gesehen gefühlt, ich fühle mich immer auch noch so wahnsinnig gesehen. Und es war halt wieder so einer der berühmten Tage, wo ich da saß und geweint habe und gedacht habe, Mensch, es wird nicht besser, es geht schrittweise, es geht etappenweise, aber irgendwie ist da ein Punkt, wo ich nicht weiterkomme, also wo es einfach auch nicht weitergeht. Und mein Bild war dann dieses, ich sitze da am Nest oder ich sitze auf dem Nest und gucke halt in die Tiefe und dieser Impuls zu springen ist aber einfach gar nicht da. Also es ist wie so ein Gefühl von Gummibändern oder einer Idee, die mich in diesem Nest festhält und auf der anderen Seite aber auch diese große, große Angst davor, wenn ich springe, dann sterbe ich. Also das Thema Tod begleitet mich auch heute noch. Aber es war so dieses Gefühl, ja, ich kann ja gar nicht meine Flügel ausbreiten, weil wenn ich gar keine Flügel habe, dann kann ich ja auch nicht vom Nest springen, weil dann lande ich auf dem Boden und zerschelle. Und auf der anderen Seite aber auch, ja, aber ich habe auch gar keine Wurzeln. Wenn ich gar keine Wurzeln habe, wie soll ich denn überhaupt Flügel ausbreiten? Und das war auch der Grund, der mich zu diesem Thema oder zu dieser zweiten Überschrift geführt hat. Ich bin entwurzelt und ich bin eigentlich auch entflügelt. Ich weiß, das kann man vielleicht gar nicht so sagen, aber zu sehen, okay, meine Mama hat mir halt eigentlich nur die Wurzeln gegeben, die sie mir geben konnte. Und mein Vater natürlich die Flügel, die er mir geben konnte, also in dem Rahmen, wie sie es halt konnten, aber natürlich nicht ausreichend für mich. Und das Interessante ist, dass ich ja, als ich 16 wurde, schon sehr wieder zurückkam in der spirituellen Seite, die eigentlich schon immer vorhanden war und die
mir irgendwie ja, so ein bisschen abhanden gekommen ist. Und ich habe dann irgendwie mit 16 angefangen, Tarotkarten zu legen. Das war also so das erste Ding. Und dann habe ich mich auch wirklich auf den Weg gemacht. Und habe auch gemerkt, ja, das ist mein Weg. Und trotzdem habe ich so viele Widerstände im Außen bekommen. So viele, denen ich nicht gepasst habe, denen ich nicht zu sensibel war oder zu sensibel, denen ich zu wortgewandt war oder in dem Sinne zu wortkarg. Also ich war immer zu, es war immer alles zu. Ich war zu viel, ich war zu dies, zu das, zu jenes. Und ich war aber nie richtig und ich habe mich auch immer nie richtig gefühlt. Und durch das Mittel, also natürlich gab es auch noch andere Mittel, die mich an diesen Rand gebracht haben, aber ich habe gemerkt, als ich dieses Mittel bekam, fühlte es sich an, als ob sich in mir irgendwas setzt. Wie als ob so eine Ruhe in mich einkehrt, die ganz, ganz viel Stille bereit macht. Also es war wie so ein Gefühl von, alles ist gut. Und einfach diesem Gefühl, irgendwas ist hier richtig. Also es fühlte sich einfach wirklich richtig an. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich dieses Gefühl hatte, wow, da ist was, was richtig ist. Also ein richtiges Gefühl. Und ich habe schon Begegnungen gehabt mit Menschen, die meinten, Mensch, und du hast so viel Ausbildung gemacht und du weißt so viel und du bist eigentlich so begnadet. Und ich habe das dann gehört und gesagt, ja, schön, aber ich hatte immer das Gefühl, die reden von jemand anders, die reden nicht von mir. Ich habe es einfach nicht gefühlt. Und das war der Moment, wo es so ein Turning Point gab und ich plötzlich merkte, ja, hier läuft irgendwie was richtig. Das ist mir auch interessanterweise jetzt in Vorbereitung auf diesen Vortrag eingegangen, dass ich dachte, ja, super, jetzt setze ich mich hier nach vorne hin und dann erzähle ich von meinem Leben und wem interessiert denn das? Das ist ja alles nicht so wichtig oder nicht so bedeutsam. Was soll ich denn schon euch erzählen? Und es ist ja alles nicht, so bedeutsam. Und wenn ich mich im Zusammenhang mit anderen sehe, dann weiß ich ganz oft, wie ich Menschen begegne und denen Wertschätzung entgegenbringe und so Liebe und Respekt von und das habe ich jetzt gerade durcheinander gebracht. Sorry. Alles gut. Das war im Außenmaß immer ganz einfach in Bezug auf andere. Nur dieses Gefühl, es mir selber mal zu sagen und es selber zu glauben, das war einfach nicht da. Und seitdem, also ich habe ja im Oktober das Mittel bekommen, seitdem verändert sich total viel bei mir. Also ich habe dieses Gefühl, ich komme mehr in Ruhe, ich nehme mir viel mehr Zeit für mich, ich entscheide ganz klar, will ich diese Begegnung, will ich diesen Kontakt mit dieser Person, will ich die Situation so, wie sie ist, tut mir das überhaupt gut? Wie fühle ich mich? Wie will ich sein und nicht, was muss ich tun, damit es dem anderen gut geht, damit sich der andere wohlfühlt, damit der andere irgendwas, also ich war immer beim anderen, aber ich war nicht bei mir. Und ich würde sagen, dass ich seitdem wirklich bei mir bin. Und natürlich kann das auch, es wächst jeden Tag und es wird auch jeden Tag besser. Und natürlich gibt es auch Rückschläge, wo ich merke, ja, ich verlasse mich gerade mal wieder ein bisschen, weil die eingefahrene Autobahn, die man so lange kennt, die fährt sich ja auch ganz gut. Ne? Der neue Feldweg, den man entdeckt hat, der braucht ja erstmal Zeit, um ein bisschen fester zu werden, dass man ein bisschen mehr
sich zutraut, diesen Weg auch zu gehen, trotz der Unwirklichkeiten und des Gestrüpps und den ganzen Situationen, die da neu auf einen zukommen. Und ja, und irgendwie merke ich so, es ist so dieses, das ist auch das, was dieser Vogel halt hat, der schreitet, also der ist einer der Vögel, der wirklich, also er gehört ja zur Familie der Graureiher. Und sein Kernthema ist halt losgelöst sein, unabhängig sein und trotzdem in Verbindung zu sein. Und Verbindung vor allen Dingen mit sich selbst. Und dieser Vogel steht dann im Wasser und wartet auf seine Beute und ist unbeweglich und kann sogar in seiner Bewegung, wenn jetzt da irgendwie ein Fisch schwimmt oder ein Frosch oder so, in dieser Bewegung einfrieren. Ja, also wirklich dieses Gefühl von, ich bleibe ganz starr stehen und dann bewegt er sich gar nicht. Und ja, und was noch Themen sind dieses Vogels, sind Freiheit, seinen eigenen Weg gehen, die eigenen Ansichten bewahren, dass er genau weiß, wie etwas zu tun ist. Also es geht jetzt in Bezug auf, ich habe ja mich damit beschäftigt, es gibt eine Verreibung von dem Shaw und es geht so ein bisschen um die Themen, die die Teilnehmer dieser Verreibung aufgeschrieben haben. Ja? Und es geht um die eigenen Ansichten bewahren, den Frust und gereizt zu sein, wenn man daran gehindert wird. Und aber auf der anderen Seite dieses Bedürfnis, also kein Bedürfnis zu haben, mit jemandem zu kommunizieren oder das auszudrücken und auch keine Bedenken zu haben, was andere von ihnen denken. Also sich überhaupt wirklich auf sich zu beziehen und sagen, es ist mir wirklich egal, was andere denken oder was du davon hältst, weil es ist meine Entscheidung. Und einfach, ja, das Handeln aus einer Intuition und aus einer inneren Führung heraus. Und das Spannende ist, ich würde euch gerne mal die Eingebung mitteilen, die ich hatte, als ich das Mittel ganz, ganz frisch genommen hatte. Das war wirklich so ein, ich saß halt irgendwie, weiß ich gar nicht, zu Hause und hatte mein Handy vor der Hand und diese Worte, die explodierten förmlich in meinem Kopf und ich habe die dann einfach nur ganz schnell in mein Handy reingeschrieben. Und habe erst so im Nachhinein in der Vorbereitung gemerkt, wie viel sich das mit dieser Verreibungsgruppe deckt. Bei mir kam frische Luft, Freiheit, eine große Wohnung, viel Platz und Weite, hingezogen zu den Kranichschreien und Linum. Das Interessante ist, dass meine Eltern in Linum einen Hof hatten. Und ich weiß nicht, viele, die vielleicht jetzt so draußen unterwegs sind, wissen, dass es auch mittlerweile einer der größten Kranich-Nistplätze dort ist. Und was habe ich im Oktober gemacht? Ich bin erstmal hingefahren und habe mir erstmal Kranichschreie angehört. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Kranichschreie klingen, aber es ist so ein, für mich ist das so ein Gefühl von nach Hause kommen. Ohne Anstrengung sein, fast schwerelos, breitet die Flügel aus, hat ein tiefgründiges Wissen, eine Ahnung, weiß es einfach und eine groß, große Weisheit, ist frei, unabhängig von anderen, die anderen Meinungen spielen keine Rolle und die Verteidigung hört auf, sich rechtfertigen zu müssen. Sieh klar den Weg, alles ist im Fluss. Ich bin anders als andere und ich will es auch nicht anders und ich brauche auch keine Erklärung dafür. Stille, ruhiges, meditatives Schreiten und Sein, Wurzeln und Flügel, alles geschehen lassen. Von außen Beobachter des eigenen Seins sein. Eine Effizienz. Minimaler Aufwand, maximaler Erfolg. Eine Schwere, die vieles unnötig werden lässt und damit auch in eine Leichtigkeit rutscht. Klingt zwar total widersprüchlich, aber es war einfach da. Ein tiefes Wissen ohne Erklärungsbedarf. Medial und mediativ begabt. Sieht klar seinen Weg,
Minimalismus, Befreiung, Einsamkeit, Kanada, Finnland, Natur, Schönheit, Silber, Blau und Grau, Sensitiv, Segeln, Schlange, dünne Beine, Einzelgänger und jetzt noch zu den Symptomen, die Füße schmerzen.